Der Spreeauenpark wurde zum Auenland. Das Elbenwald-Festival am Wochenende ist laut den Veranstaltern ein voller Erfolg gewesen. Knapp 5000 Fantasy-Fans und Neugierige sind dem Ruf gefolgt. Ohne Corona-Auflagen hätten es auch sicher deutlich mehr werden können. Der größte Hingucker waren dabei die Besucherinnen und Besucher selbst. Verkleidungen waren nämlich ausdrücklich erwünscht. Und das werden sie auch beim nächsten Mal wieder sein. Im August 2022 soll das Elbenwald-Festival erneut im Spreeauenpark stattfinden. Dann hoffentlich wieder mit mehr zugelassenen Besucherinnen und Besuchern. Und damit hallo und herzlich willkommen bei LTV Aktuell am Montag. Ein bisschen Fantasie braucht man aktuell noch in einigen Tagebaufolgelandschaften. Wie das saftig grüne Auenland sieht der Tagebau Reichwalde sicherlich noch nicht aus. Dort will man aber hin. Ein Anfang ist zumindest schon mal gemacht. Egal ob zu Fuß oder mit dem Rad, durch den neuen Rundweg des Tagebaus Reichwalde können Besucher jetzt die rekultivierten Tagebaubereiche sowie einen Teil der rekultivierten Kippe erkunden. Rund 20 Hektar Fläche wurden für Besucher freigegeben. Gleichzeitig wurde auch der neue Aussichtspunkt Altliebeler Höhe offiziell eröffnet. Vor dem Bergbau war hier in dem Bereich der Ort Altliebel. Und wir haben jetzt hier in der Zwischenzeit die Landschaft zum Teil schon wieder rekultiviert und haben hier auf einem erhöhten Punkt entsprechend diesen Aussichtspunkt geschaffen, an dem die Leute hier entsprechend mit Fahrrad oder als Fußgänger die Rekultivierungsfläche sich anschauen können. Mit knapp 150 Metern über Normal Null können Besucher hier ihren Blick über den gesamten Tagebaubereich schweifen lassen. Von den Rippen, die die Förderbrücke F60 hinter sich gelassen hat, bis hin zu den bereits rekultivierten Tagebaubereichen. Nach den Aussichtspunkten im Tagebau Welzow Süd und Tagebau Nochten sollen die Besucher auch hier die Chance bekommen, die neu entstehenden Flächen besuchen zu können. Dieses Jahr jetzt hier die Fortführung, um auch im Tagebau Reichwalde den Leuten die Möglichkeit zu geben, hier den Tagebau zu sehen, ohne entsprechend hinter Verbotsschilder gehen zu müssen, im Betriebsgelände sich zu bewegen, wo unter Umständen vielleicht auch die Wege unsicher sind und Gefahren bestehen. Hier ist alles geotechnisch bewertet, hier ist ein vernünftiger Weg gebaut und somit natürlich für die Besucher alles sicher und für uns als Bergbauunternehmen natürlich auch die Sicherheit, dass wir wissen, wo sich die Leute aufhalten. Später soll hier dann vorrangig Wald zu sehen sein. Ab 2025 geht es mit der schrittweisen Rekultivierung der Flächen los. Die Besucher haben dann von hier aus die Möglichkeit, den Prozess von Anfang an mitzuverfolgen. Herzlichen Glückwunsch nach Tokio. Emma Hinze vom RSC Cottbus hat die erste olympische Medaille in die Lausitz geholt. Für die Bahnradfahrerin und ihre Teamkollegin Lea-Sophie Friedrich gab es Silber im Teamsprint. Dabei stellten beide gleich noch einen deutschen Rekord auf. Mit Silber in Tokio ist Emma Hinze ein Platz im Cottbusser Weg des Ruhms am Rathaus sicher. Das hat ihr Oberbürgermeister Holger Kelch schon mal versprochen. Er gratulierte beiden Sportlerinnen im Anschluss an ihren Erfolg. Zugegeben, die Zeiten, in denen Drachhausen ein wichtiger Standort der Stoffproduktion war, sind schon eine Weile vorbei. Aber zumindest die Tradition lebt weiter. Dafür sorgt unter anderem der ehemalige Bürgermeister Fritz Woitow. Im Drachhausener Museum wird gezeigt, wofür die kleine Gemeinde mal in der ganzen Region bekannt war. Und was der Drache mit Drachhausen zu tun hat, wird auch noch gleich geklärt. Flachs wird hier nicht mehr gesponnen, aber in diesem Raum ist alles, was man für eine fertige Flachsleinwand so braucht. Die meisten Geräte stammen aus dem Besitz von Fritz Woitow. Der 81-Jährige ist in Drachhausen geboren und aufgewachsen. Er hat noch genau im Kopf, wie aus dem Leingewächs Stoff wird. Das ist so, dass der Leinsamen gedrillt wird, also gesät. Das hat man alles früher mit der Hand gemacht. Dann ist Flachs gewachsen. Und dann wurde dieser Flachs, das Flachsstroh mit den Körnern oben von der Hand rausgezogen, getrocknet. Dann wurde das Korn abgedroschen mit dem Dreschflegel und dann wurde es gekämmt. Dann wurde es mit der Breche gebrochen, dieses Stroh. Dann wurde es mit einem Holz, wurden die Spachteln abgeschlagen. Dann wurde das gekämmt. Dann wurde das aufgezogen auf das Spinnrad. Aus dem Spinnrad entstand dann der Faden und der Faden wurde dann auf verschiedene Gerätschaften aufgewickelt, bis dann eine sogenannte Kette entstand mit vielen Fäden
und die wurde dann auf den Webstuhl aufgespannt und auf dem Webstuhl wurde dann gewebt und dort hat man dann die Leinewand hergestellt, die dann diente zur Säcke wurden davon gemacht, aber auch Kleidung, die die Menschen getragen haben. Die Flachsverarbeitung hatte in Drachhausen Tradition. Die Spinnstube ist deswegen auch das Herzstück des kleinen Museums. Das Gebäude war vorher mal eine Gaststätte. Dank einer Förderung konnte diese dann umgebaut werden. Seit 2003 steht in Drachhausen das Kulturzentrum mit dem Museum und weiteren Räumen für Sport und Veranstaltungen. Fritz Woitow hat den Umbau damals als Bürgermeister begleitet und sich für das Museum eingesetzt. Also das mit dieser Flachsaufbereitung und von Leinsamen gewinnen, das war ja in allen Gemeinden früher üblich. Aber die Jugend kennt das heute nicht mehr. Und wir haben die ganzen Gerätschaften aufgestellt, die ich zu Hause hatte. Und jetzt können wir der Nachwelt zeigen, wie mal in der Landwirtschaft gearbeitet wurde, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Das war ja ganz schön primitiv und nicht so einfach und schwer. Aber das der Nachwelt zu erhalten, das war mir ein Herzenswunsch. Selbstverständlich erfahren Besucherinnen und Besucher auch etwas über die Drachensage des Dorfes. Ansonsten erzählen die Werkstatt und der Wohnbereich vom Alltag der Drachhausener. Das Leben damals war einfach und hart. Fritz Woitow erinnert sich aber trotzdem gerne daran und hat zu vielen Dingen auch immer eine Geschichte parat. In diesem Bett habe ich persönlich geschlafen, auf dem Strohsack. Das war ja nicht anders möglich. Da wurde Langstroh in das Bett gebracht, in einen Leinwandsack reingestopft und dann hat man da oben geschlafen. Und wenn der frisch gestopft war, war das eigentlich mit Wohlbehagen. Aber dann hat man mich auch mal gefragt, wie oft wurde denn dieser Stroh gewechselt in dem Bett? Und ich habe dann erklärt, naja, so oft war das nicht. Aber wenn es denn im Bett gequietscht hat, dass sie die Mäuschen angefunden haben, dann war höchste Zeit, da hat man gesagt, jetzt muss der Stroh gewechselt werden. Die Drachhausener sind ein Völkchen für sich, sagt er. Traditionen prägen immer noch das Leben der etwa 800 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Heimatmuseum in Drachhausen wird komplett ehrenamtlich betrieben. Deswegen ist es auch nicht rund um die Uhr geöffnet. Wenn ihr hingehen wollt, ruft am besten vorher mal an und verabredet euch zu einer Führung. Das geht unter der Nummer 035609 70 78 3. Seit etwas mehr als einem Jahr ist das Kinderhaus Pusteblume in Burg offen. Wie es dort zurzeit läuft, haben wir uns mal angesehen. Mehr dazu und zu weiteren Themen seht ihr dann morgen bei uns. Dann mit meiner Kollegin Christine Erdner. Für heute war es das aber. Deswegen sage ich Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com. Wir sind Handwerker. Wir suchen nicht nach einem Sinn im Leben. Wir erschaffen ihn. Tag für Tag. Was wir tun, macht uns stolz, geerdet und erfüllt. Wir machen nicht nur ein Handwerk. Das Handwerk macht uns zu dem, was wir sind. Wir machen, was Sinn macht. Wir wissen, was wir tun. There's a light, a certain kind of light. So vielseitig wie Sie. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch.
Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. The way is it so hard to let you go.